Hey Leute, willkommen zurück auf dem Channel. Schön, dass du wieder hier bist und heute wollen wir mal über Online-Dating reden und ich will dir erzählen, warum du schnell all deine Online-Dating-Accounts löschen solltest. Der ganze Trend ist sicherlich nicht an dir vorbeigegangen. Heutzutage datet ja jeder irgendwie online. Entweder hat man Bumble, man hat Tinder oder ich glaube Grindr ist die App dann für Homosexuelle speziell. Aber jeder war sicherlich schon mal auf irgendeiner Online-Dating-Plattform unterwegs und hat dort seine Erfahrungen gemacht. Und natürlich ist es auch eine Möglichkeit, Frauen oder in dem Fall auch Männer kennenzulernen, im Vergleich zu auf der Straße eine Frau anzusprechen oder im Club oder die in einer anderen Situation, zum Beispiel in deinem Fitnessclub oder vielleicht ist sie Teil deines Tanzkurses kennenzulernen, Teil deiner Uni. Da gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten und Studien bzw. Statistiken zeigen, dass heutzutage immer mehr Leute online daten und dass die Paare, die sich online finden oder auch Dates, die sich online finden, das nimmt immer mehr zu und Leute im echten Leben, im Alltag kennenlernen oder eben auf so speziellen Veranstaltungen wie in deinem Fußballclub oder in deinem Tennisclub, sowas nimmt immer mehr ab. Und ich glaube, das ist weder gut für Frauen noch ist es gut für Männer, aber wir wollen heute darüber reden, warum du deine Online-Dating-Accounts am besten sofort löschen solltest und was du stattdessen machen solltest. Natürlich will ich dich nicht einfach mit irgendeiner Empfehlung hier sitzen lassen und sagen, lösch deine Online-Accounts, setz dich zu Hause hin und fang an Däumchen zu drehen. Natürlich gibt es Alternativen, die du in Betracht ziehen solltest, wenn du Frauen kennenlernen willst. Was ist also das große Problem mit Online-Dating? Und da gibt es mehrere und ich werde auch auf mehrere eingehen. Die erste große Sache ist, dass du als Durchschnittsmann auf Online-Dating-Plattformen leider nicht viel Erfolg hast, dann musst du schon zu den obersten 5-10% gehören, um da überhaupt regelmäßig und gute Matches zu bekommen und auch Matches zu bekommen, die zu irgendwas führen. Die andere Sache ist, dass du auf Online-Dating-Plattformen, und das wirst du merken, wenn du das selber bzw. beides mal selber erlebt hast, sowohl dass Frauen im Alltag kennenlernen, als auch dass Frauen auf Online-Dating-Plattformen kennenlernen, eine ganz andere, ich sag jetzt mal, Qualität von Frauen treffen wirst, als du das normalerweise gewohnt bist. Wenn ich zum Beispiel unterwegs bin auf einer Online-Dating-Plattform oder im Alltag, ist es so, dass ich online mit ganz anderen Frauen matche als denen, die ich dann im Alltag anspreche und mit denen ich dann im Alltag eine Connection aufbaue, Nummern tausche und mich dann treffe. Das im Alltag sind Frauen, die mir tendenziell viel, viel besser gefallen, als die, mit denen ich dann online gematcht werde. Und es hat außerdem den Vorteil, dass ich natürlich im Alltag direkt sehe oder direkt ein Gespür dafür kriegen kann, wie gut wir als Frauen oder als Mann und Frau wirklich zusammenpassen. Was natürlich online nicht der Fall ist. Online ist das immer so ein bisschen wie so ein Glücksspiel, wenn du die Person dann wirklich triffst. Sieht sie wirklich so aus wie auf den Fotos? Habt ihr überhaupt einen Vibe? Das Witzige ist, dass wenn du eine Frau im Alltag kennenlernst, dann hast du halt nach 30 Sekunden den ersten Eindruck davon, ob ihr generell irgendwie zusammenpasst oder ob da vielleicht zu viel dazwischen liegt, was auch immer. Da gibt es ja verschiedene Sachen, die da sein können. Und dann hast du quasi 30 Sekunden deines Lebens benutzt, um eine potenzielle Möglichkeit zu eröffnen, was dann kein großer Verlust ist. Aber wenn du erstmal über Tage, was ja das Allerschlimmste ist, über Wochen mit jemandem über Online-Dating schreibst und dann siehst du die Person, nur um dann festzustellen, dass du im echten Leben eigentlich gar keinen Vibe mit der Person hast, dann ist das natürlich ganz viel Zeit, die verloren gegangen ist, die du anders hättest investieren können, entweder in dich selber oder darin, effektiver Frauen kennenzulernen. Wenn du dich jetzt fragst, Frauen kennenlernen im Alltag auf der Straße, wie soll man das machen, ist es überhaupt erlaubt, kann man das überhaupt machen, ich weiß gar nicht, wie das geht, dann ist das kein Problem. Ich habe unten in der Beschreibung eine E-Mail-Adresse für dich eingerichtet, wo du dich bewerben kannst, mir gerne schreiben kannst mit deiner aktuellen Situation. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin Tim Ennewolz und begleite seit mittlerweile über 10 Jahren Männer bei ihren oder bei ihrer Reise auf dem Weg dahin, mehr Frauen kennenzulernen oder die Frau kennenzulernen, mit der sie dann in eine langfristige Beziehung gehen können, eine Familie aufbauen können, je nachdem, was eben deine Zielsetzung ist. Und ich habe mittlerweile, glaube ich, über 100 Männer in sehr langen Coaching-Inhalten über Monate begleitet und ihnen beigebracht, wie sie im Alltag oder in anderen Situationen des alltäglichen Lebens Frauen kennenlernen können. Schreib mir einfach deinen Namen und eine Situationsbeschreibung sowie eine Telefonnummer an die E-Mail, die ich in der Beschreibung verlinkt habe. Also, du gehst raus, sprich Frauen im Alltag an und das ist vorteilhaft gegenüber dem Online-Dating. Eine weitere Sache, die nicht viele Leute auf dem Schirm haben, wenn es zum Thema Online-Dating kommt und warum Online-Dating tatsächlich ein großes Problem ist, ist die Tatsache, dass es dir ein bisschen einen falschen Eindruck davon gibt, was eigentlich wirklich auf dem Dating-Markt los ist und man kommt leicht in die Falle, ein Optimierer zu werden. Die Psychologie weiß, es gibt Optimierer und es gibt Satisfier, eine Optimization and Satisfizen, also optimieren oder sich zufrieden geben. Und das sind zwei verschiedene Typen von Menschen, die mit
allen verschiedenen Lebenssituationen unterschiedlich umgehen. Der Optimizer guckt immer, was kann ich noch rausholen, wo kann ich es noch verbessern. Ich möchte noch aufs nächste Level, während der Satisfier auch nach Dingen sucht, die natürlich seinen Standards gerecht werden, aber dann sich auch zufrieden gibt und die Sache, die er erreicht hat, genießt. Was nicht bedeutet, dass du ab einem gewissen Punkt sagen sollst, okay, jetzt weiß nicht, war ich ein Jahr im Fitnesscenter als Beispiel und habe ein bisschen, ich bin ein bisschen in Form gekommen und jetzt lege ich mich auf meine Couch und chill wieder für den Rest meines Lebens. Das ist nicht die Aussage dieser Sache, aber was es eben bedeutet ist, dass du dir gewisse Standards setzt und dass dann, wenn diese Standards erfüllt sind, du auch in Ordnung damit bist zu sagen, okay, das passt jetzt an dieser Stelle und natürlich bezieht sich das am allermeisten darauf, wenn du jetzt für dich sagst, und das sind auch die meisten Leute, die zum Beispiel zu mir in die Coachings gekommen sind, hey, mein Ziel ist es, irgendwann eine langfristige Beziehung mit einer Frau zu haben, mit der das gut funktioniert und dann vielleicht irgendwann Familie zu gründen, dann geht es einfach darum, dass du gewisse Standards für dich definierst, diese Standards erfüllst, wenn du eine Frau findest, die dazu passt und dann auch damit okay bist. Das Problem ist auch mit Online-Dating, dass Online-Dating dir so ein bisschen vorgaukelt, du hättest eine gigantische Auswahl. Selbst wenn du die Frauen nicht matcht, also nehmen wir mal an, du swipest 100 Frauen nach rechts und davon matchst du nur 5 Frauen. Es gibt Männer da draußen in der großen gesamten Masse, die matchen auch bei 100 Swipes keine einzige Frau, was dir auch wieder zeigt, wie uneffektiv Online-Dating ist. Aber nehmen wir mal an, du swipest 100 und matchst vielleicht 5 oder 3 oder 2. Dann ist das vielleicht keine gute Erfahrung für dich und du kriegst dadurch nicht unbedingt den Eindruck, dass du der begehrteste Mann der Welt bist. Aber du kriegst schon den Eindruck, dass es eine große Auswahl von Frauen gibt und dass es viele Möglichkeiten gibt und dass du ja vielleicht einfach nur dranbleiben musst und deine Frau kennenlernen kannst. Du hast also jeden Tag gefühlt Zugriff auf 20 neue Frauen, die dir noch nie begegnet sind, auch wenn du, wie gesagt, am Ende des Tages niemanden matcht. Das gleiche kann dir natürlich auch im Alltag passieren, wenn du jetzt jeden Tag, 10 neue Frauen ansprichst, die dir auf der Straße entgegenkommen. Dann kannst du dir natürlich in jeder längfristigen oder langfristigen Beziehung, wenn das dein Ziel ist, immer die Frage stellen, kann ich da nicht noch was Besseres finden? Das Problem mit solchen Sachen ist, dass du dann in diesem Optimizing-Mindset festhängst. Und an manchen Lebenssituationen mag das sicherlich sinnvoll sein, permanent zu optimieren. Beispiel Sport, wie ich das eben benannt habe, weil wenn du da aufhörst zu optimieren, dann machst du eben weiter Rückschritte, weil du alterst eben mit der Zeit. Aber in anderen Bereichen wird es dir auf Kosten deiner Lebensfreude und deiner Zufriedenheit gehen, wenn du immer optimierst. Ne? Und deswegen ist es ganz wichtig, nicht einen falschen Eindruck zu bekommen. Das ist so, als würdest du die ganze Zeit Pornos schauen und du kriegst einen sehr unrealistischen Eindruck davon, A, was da draußen für Frauen rumlaufen und B, was Frauen vielleicht auch generell beim Sex grundsätzlich, worauf die Lust haben und was die bereit sind zu machen. Na, natürlich gibt es diese Frauen und das ist jetzt auch nicht so, dass es diese eine Frau in, 100 Frauen ist, bei der dir das auffallen wird, aber es gibt dir eben ein unrealistisches Bild und wie gesagt, im Kontext des Online-Datings kann es dafür sorgen, dass du vom Optimizer vom Satisfier zu einem Optimizer wirst, beziehungsweise vielleicht schon ein Optimizer bist und noch viel stärker in dieses Optimizing-Mindset reingehst. Was, wie gesagt, ich wiederhole es nochmal, nicht bedeuten soll, dass du nicht dich selbst optimieren kannst, aber man muss eben eine Balance zwischen diesen beiden Sachen finden, weil es bringt dir natürlich gar nichts im Leben, dich ständig nur zu optimieren, um dann niemals zufrieden zu sein. Dann ist halt die Frage, wozu hast du dann optimiert, wenn du nie an den Punkt ankommst, das Optimierte auch mal genießen zu können. Na, das ist so ein bisschen, da dreht man sich so ein bisschen im ständigen Kreis, deswegen ist es wichtig, da eine persönliche gute Balance zu finden. Also vielleicht nochmal zusammengefasst, warum solltest du jetzt deine Online-Dating-Apps löschen und dich darauf fokussieren? Vor allem im Alltag, und wenn du unterwegs bist am Tag, im Club oder auch in sozialen Zirkeln, in denen du vielleicht unterwegs bist, kennenzulernen. Alles sehr gute Methoden, effektive gute Methoden, um Frauen kennenzulernen. Was außerdem noch den Vorteil hat, dass du dich von anderen Männern abhebst, die eben vielleicht teilweise alle nur noch auf Online-Dating-Plattformen unterwegs sind. Du lernst halt auch nichts auf Online-Dating-Plattformen. Du musst dich nicht selbst überwinden. Du musst nicht deine eigene Angst überwinden, du musst nicht mit richtigen und ich sag mal harten Ablehnungen von einer Person face-to-face umgehen, sondern du kannst einfach schreiben, hey, hast du Lust, dich zu treffen? Die Person sagt nein und irgendwie berührt einen das ja auch nicht wirklich, weil du nicht wirklich mit dieser Person in Interaktion standest, obwohl ihr natürlich kommuniziert, geschrieben oder vielleicht auch eine Sprachnachricht gemacht habt. Es ist auch sehr zeitineffizient. Und du hast die Wahrscheinlichkeit oder die Gefahr, dass du zu einem Optimaler wirst, statt ein Satisfier zu sein, plus die anderen Sachen, die ich erwähnt habe. Nur die oberen Prozent der Männer können dort wirklich viele Erfolge verbuchen und es kann dir eben sehr, sehr falsche Eindrücke davon geben, wie das Datingleben in Wirklichkeit aussieht. Also schmeiß deine Online-Dating-Apps runter, geh raus, sei im echten Leben unterwegs, sei der Optimizer im Sinne von die beste Version deiner selbst zu sein. Guck aber auch, dass du in gewisser Weise
diesen Satisfying-Aspekt berücksichtigst und dann schau, dass du die Frau oder Frauen, die du kennenlernen möchtest, im Alter kennenlernst und schmeißt die Apps runter. Lass mich gerne in den Kommentaren wissen, was dein Gedanke dazu ist, was deine Erfahrungen mit Online-Dating-Plattformen sind. Vielleicht sagst du, boah, ich hatte damit unglaublich tolle Erfahrungen. Selbst ich als jemand, der in meinem Leben viel gedatet hat, der viel mit Frauen zu tun hatte, kann dir sagen, ich habe auch Online-Dating viel gemacht und ich muss sagen, die Resultate sind wirklich extrem mau dafür, was man dort an Zeit investieren muss. Und wie gesagt, man trifft nicht wirklich die Qualität von Frauen, die man normalerweise im Alltag interessant findet. Oft habe ich den Eindruck, Frauen, die ich beim Online-Dating matche, sind Frauen, die ich im Alltag vielleicht gar nicht wahrgenommen hätte. Und deswegen gibt es da auch für mich persönlich eine große Diskrepanz zwischen dem, was ich mir eigentlich vorstelle und was Online-Dating-Plattformen mir persönlich ermöglichen. Lass mich gerne wissen, wie es bei dir ist. Schön, dass du hier warst. Ich hoffe, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, einen wunderschönen Tag. Ciao.